Hey und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt-Positionsvideo. Wir befinden uns in der 42. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 20.01. bis zum 27.01. Wir sind schon wieder auf Eden 6 unterwegs und schon wieder auf gefräßiger Baldachin, als gäbe es auf Eden 6 nicht noch andere Zonen und so. Und wir müssen schon wieder ins fucking Schiff. Family Jewel. Familienjuwel heißt es im Deutschen. Oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Egal. Und wir müssen hier da an diese Kante. Ich zeige euch natürlich einmal den Weg, rede währenddessen darüber, was es diese Woche gibt. Ja. Und los geht's. Beziehungsweise oder auf dem Weg machen wir uns. Diese Woche gibt es einmal die Kaison. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tut mir leid. SMG, einmal Storm bzw. Firestorm Sniper und einmal The Dictator oder generell Dictator Sturmgewehr. Ich muss sagen, Kayson, relativ solide für ein SMG und das kommt von mir, der absolut kein SMG-Fan ist. Storm, Firestorm könnt ihr ausprobieren, aber ist definitiv nicht meins. Also damit, also ich spiele sie nicht, sagen wir es so, wie es ist. So, wo muss ich jetzt hier lang? Da muss ich lang gehen, wenn ich den Weg noch richtig im Kopf habe. Ja. Zack. Nein, falsch gerutscht. Und zum Dictator kann ich nur sagen, gönnt euch. Dictator, einfach eine super geile Waffe. Ich liebe dieses Gerät. Gerade natürlich mit meinem Mouse-Bild im Moment. Übelst cool. Oder generell mit Mouse, generell mit irgendwelchen Sachen, mit denen ihr übelst hart ballern wollt. Guten Tag. So, wir müssen noch hier hochrutschen. Und dann sind wir auch schon fast. Ey, lass mich hier hoch. Also beim Dictator definitiv zu schlagen. Kayson müsst ihr mal gucken. Ist nicht so wirklich meins. Dictator definitiv. Und Storm. Also Firestorm ist eine ganz lustige Sniper. Allerdings muss ich da jetzt auch sagen. Hoppala. Kurz falsch gerannt. Muss ich allerdings sagen. Lohnt sich nicht wirklich, wenn ihr nicht wirklich viel snipert. Ich muss das sagen, wie gesagt, wir sind schon wieder in Eden 6. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die. Vor allem, wir sind wieder gefräßiger Baldachin. Ich habe irgendwie. Wow, was war das? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Spots sich wiederholen und vor allen Dingen auch die Zonen, in der sich das ist, wiederholen. Das ist übelst weird. Ich denke so nach dem Motto: Oh, ha, ja, geil, neue Spots. Wir sind übrigens fast da. Zack, da ist er. Schaut her. Aber irgendwie, es wiederholt sich alles so ein bisschen und das finde ich halt schade. Also gerade, wie gesagt, der Schwarzmarkt ist immer noch cool, so ist es nicht. Aber du hast so viele Zonen, in denen du den scheiß Schwarzmarkt hinstellen könntest. Ich glaube, wir waren einmal auf Necrotafeo bis jetzt. Du könntest so viel mehr machen. So, Kayson, Kaoson, SMG, wie gesagt, probiert sie gerne mal aus. Nicht wirklich meins. Storm, beziehungsweise Firestorm. Er ist ein lustiger Sniper, aber drauf geschissen. Da, das ist das, was ihr haben wollt. Und hier wollt ihr natürlich, habe ich eine? Nein, ich habe natürlich keine. Ihr wollt, am liebsten wollt ihr natürlich, dass da oben mal 6 steht. Also, mal 6. Die Variante gibt es auch für den extra maximalen Damage. Die Waffe kommt immer mit einem sogenannten Zweibein. Kann ich nur empfehlen, das Ding. Es ist einfach geil. Also die Waffe wirklich. Muah. Endlich mal wieder eine Waffe, wo ich sage, 10 von 10, da lohnt es sich mal wieder reinzufarmen. Denkt bitte dran, wenn ihr den Automaten benutzt habt, beziehungsweise wenn ihr was gekauft habt, nicht nur benutzt, sondern wirklich was gekauft habt, dann, dass die Zone verlässt, beziehungsweise ins Hauptmenü geht oder so, verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde. Es ist legit lustigerweise nicht genau eine halbe Stunde. Er verschwindet auf jeden Fall. In der Zeit könnt ihr gerne neuen Loot farmen oder anderen Loot farmen oder Geld farmen, um die Sachen zu kaufen. Danach kommt der Automat wieder mit einem neuen Inventar. Dementsprechend könnt ihr dann neu reingucken. Wie gesagt, wir sind hier hinten im Schiff. Wir waren auch schon mal da. Übelste Sonne, der lange Weg, weil dieses Scheißschiff so verwinkelt ist. Ja, und man kann nur hier spawnen. Wie gesagt, ich finde es irgendwie schade, dass der Schwarzmarkt anscheinend wirklich sehr begrenzt ist, was die Position angeht. Was natürlich dafür sorgt, dass die Community ihn schneller findet. Das hilft mir natürlich auch. Ich kann die Videos schneller machen, bin ich ja ehrlich. Je schneller, also. Ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt kein einziges Mal den Schwarzmarkt gefunden. Natürlich gucke ich immer auf Reddit rein. Oder im Subreddit besser gesagt. Oder Borderlands Community gibt es auch noch extra Seiten, die nicht Reddit sind.
Die Leute finden die Sachen natürlich schneller, aber irgendwie nimmt das ja so den Reiz der Suche, so, weißt du, wenn es immer die gleichen Positionen sind. Ist ja auch egal. Hier müsst ihr einmal hin, auf dem Planeten Eden 6, auf der Zone. Hier, gefräßiger Baldachin, ich glaube, Vicious Grim, irgendwas im Englischen, keine Ahnung. Voll kein Plan gerade. Ihr müsst hier hinten in einmal volle Möhre durchs Schiff. Hui! Und dann seid ihr da. Gönnt euch auf jeden Fall den Diktator. Probiert den Diktator auf jeden Fall mal aus, wenn ihr nicht so überzeugt seid. Die Waffe wird euch gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.